Hättet ihr das gewusst und damit willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, dies kennen wir ja eigentlich schon. Ich habe die Tage mit dem Zeutberg eingeloggt hier. Mit dem habe ich schon ewig nicht mehr eingeloggt. Ich musste mal wieder mein eigenes Dorf angreifen, aber das kennt er ja mittlerweile. Und es gibt ja die Daily Rewards hier. Aber es gibt noch eine ganz andere Ladder hier. Das kannte ich nicht, Leute. Seht ihr das da unten? Bei der jungen Dorfbewohnerin Dame, wenn ich da jetzt mal draufklicke, ich klicke da mal drauf, dann seht ihr, es gibt ein Tutorial Hub. Okay, ich würde das Ganze gerne mal in Deutsch hören, ob es das auch in Deutsch gibt oder ob das wirklich nur im Englischen ist, weil ich spiele ja meistens mit dem englischen Client. Und okay, es gibt hier also den Anleitungshub. Okay, wirf einen Blick auf die Herausforderungen, um deine nächsten Schritte zu bestimmen. Viel Spaß mit deinem Ausbildungsschub, stürz dich in den Kampf. Ich habe noch 2 Tage, 3 Stunden, 75% Schub, das ist krank, echt. Sammel Bonusbeute und beginne damit, dein Dorf zu verbessern. Viel Spaß mit deinem Bauarbeiterschub. Das auch noch 7 Tage lang. 7 Tage. Viel Spaß mit deinem Forschungsschub. Auch 7 Tage. Okay, wiederhole Übungsangriffe, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Schau in die Reise des Häuptlings, um zu sehen, was du freigeschaltet hast. Und in unseren Ereignissen erwarten dich mehr Spaß und Belohnungen. Wirf einen Blick auf den Anmeldekalender für Tagesbelohnung. Kostenlos wieder in 17 Stunden. Ich habe mir das Ding jetzt gerade abgeholt hier. Das Baubuch echt nicht schlecht. Und da kommt man auch irgendwo rein. Hatte ich gesehen. Warte mal, wo waren das? Oh, guck mal, ich hab sogar noch... Der Account war jetzt schon wirklich länger nicht. Okay, Angriffslog gibt's gar nicht mehr. Aber ich sehe es noch an dem goldenen Drachen. Das ist noch vom goldenen Drachen-Event hier. Aber wirklich nicht schlecht. Und okay, es gibt natürlich die Sachen, die es hier als für die Squadbusters-Belohnung gibt, beziehungsweise für die Voranmeldung für das Spiel. Und da gab es aber auch noch eine Trophäe hier. Aber Trophäen haben wir, glaube ich, auch reichlich. Und lasst mich die mal eben setzen. Den nehmen wir da hinten hin. Und dann gibt es hier, glaube ich, noch den Kingskin. Was ein schwieriges Wort. Wähle ich natürlich aus, weil wenn ich schon Free-to-Play bin, dann habe ich wenigstens so ein Skin. Und in den anderen Pass bekommt ihr hier rein. Okay, oh, es gibt noch ein paar aktive Herausforderungen. Ich muss jetzt erst diese Herausforderungen hier machen, bevor ich überhaupt in diesen Pass komme. Okay. Was müssen wir machen? Erforsche eine Verbesserung im Labor. In Baukämpfen. Entsende Spieler und Truppen. Beginne 4-mal eine Gebäudeverbesserung und 100% im Mehrspieler. Mhm. Und dann geht das ja weiter. Alles klar. Und den Tageshub hier, den erreiche ich hier im Anmeldekalender. Also da gibt es die Tagesbelohnung, wenn ihr mal nicht da seid. Also es lohnt sich schon, manchmal einfach eine Pause zu machen. Zumindest ich mit so ein paar Accounts. Okay, ich bin mit Zeutberg aber auch jetzt nicht in wirklich einen tollen Clan. Aber im Moment erklärt alles Haaland. Ne? Alles erklärt hier der Haaland und gar nicht. Sonst ist da ja eigentlich immer die Bauarbeiterin hier. Also nicht die Bauarbeiterin, sondern die Dorfbewohnerin, die euch das immer erklärt. Und lasst uns die Ressourcen einsammeln. Ja, gerne. Sind ja auch nur 4 Millionen. Okay, und das Ding ist immer noch. Da sind immer noch 2 Millionen Gold drin, 1 Million. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier gratis kriegen. Überfallmedaillen, so ein paar Überfallmedaillen habe ich auch tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, woher ich die eigentlich habe. Okay, wir haben aber 80k Gold und ich bin mit dem ja gerade so Ratus Level 8 geworden. Ne? Aber das ist echt schon, das ist wirklich schon nicht schlecht hier. Na, die Angriffe hier mit den Drachen, die bringen natürlich jetzt im Moment gar nichts, weil ich natürlich alle Lager hier voll habe. Aber ich meine, ich habe auch alles hier raus. Ja, es gibt keine Gebäude, keine Fallen mehr für mich zu bauen. Okay, das habe ich auf jeden Fall noch gemacht. Und wir können so ein bisschen unsere Sachen leveln hier im Rathaus Level 8 Bereich. Okay, machen wir mal den König ein bisschen weiter. Der geht ja auf 20 mittlerweile im Rathaus Level 8 Niveau. Wir nehmen, Goldmine, Goldlager. Ich würde erstmal sagen Goldlager und Elixier-Lager. Die ziehen wir auf jeden Fall hoch. Das sind ja die, die nachgekommen sind. Und den machen wir auch. Ah, nee, den brauche ich nicht mehr. Den habe ich dann wohl scheinbar schon gemacht. Aber kann ich die noch machen? Nee, der geht nicht. Der hat auch diesen silbernen Sockel schon. Okay, da geht also schon nicht mehr. Ja,
Ich glaube, die Magier haben einige Forschungsaktionen für dich durchgeführt. Okay. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das hatte ich noch nicht. Okay, wir haben einfach mal Golem Level 2, Valkyrie Level 2, Lakai Level und das alles fürs Nichtstun. Man wird hier echt fürs Nichtstun belohnt. Finde ich mal ganz gut. Finde ich mal ganz gut, aber lass mal schauen, wie viele Ressourcen wir haben. Was wir hier als nächstes weitermachen. Die Kobolde kann ich oder brauche ich natürlich nicht weitermachen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Hawk Rider, weil die benutzen wir auf jeden Fall häufiger im Ratus Level 8 Bereich. Dort nur 9 Stunden, Leute, ist das wieder fertig. Wir haben noch 2 Bobs. Die setzen wir hier, glaube ich, mal an. Ne, brauche ich auch nicht mehr verbessern. Die, oh, ja, Mann. Okay, ich habe aber alles ausgebildet, alles klar. Es wird wirklich jetzt alles erklärt, ne? Es wird jetzt einfach mal alles erklärt. Egal, wo du jetzt so hinklickst hier, es wird einfach irgendwie alles erklärt. Ja, das ist natürlich die Reise des Häuptlings hier. Was erwartet mich auf Rathaus Level 9 und so weiter? Das kann man schon mal vorab sehen. Das ist natürlich dann auch wieder was so ein bisschen für die Ach nee, warte mal. Ach so, eieiei, okay, das ist ja Pass. Was machen wir denn hier noch? Wir müssen noch eine Verbesserung machen. Ich würde sagen, Luftabwehren hoch oder noch was anderes. Bohrer, Goldmine. Es muss einfach so viel hoch, bloß nicht das Rathaus klicken, auch wenn wir jetzt schon genug hätten. Magierturm, Tesla, machen wir lieber ein bisschen was nicht so teuer ist hier, so ein Bogenschützenturm. Den nehmen wir mal, oder? Wir nehmen erst den nachgebauten Magierturm hier. Dann haben wir hier jetzt auch die Herausforderung auch mit drin. Hier unten war ich auch ein bisschen aktiv. Okay, das ist jetzt nicht so prall. Aber ich denke mal, das habt ihr nicht gewusst. Und falls ihr so einen kleinen Account habt hier für euch, geht da einfach mal rein und spielt ihn einfach mal wieder mit den Anleitungshub und so. Finde ich das ganz gut. Vor allen Dingen für Leute, die angefangen haben zu spielen. Und es gibt ja viele, die dieses Spiel anfangen, aber dann überhaupt nicht zu Ende bringen. Also zu Ende kannst du es eh nur bringen, wenn du Rathaus 16 Level Max bist. Und auch dann ist das Spiel ja noch längst nicht vorbei. Ja. Deswegen, oh, das ist ein cooles Dorf hier. Aber nichts das, was wir im Endeffekt wirklich brauchen. Denn wir bräuchten eigentlich da diesen Uhrenturm und einen Wachposten. Aber ich glaube, in dem Level gibt es das mal alles noch gar nicht. Ah, nee, brauchen wir noch gar nicht. Ich bin auf der falschen Fährte, Leute. Das brauchen wir noch gar nicht. Weil wir ja gar keinen richtigen Silberpass im Moment haben. Wir haben ja nur diesen Coming Home Pass oder so. Stimmt, da war ich jetzt mal wieder ein bisschen verwirrt. Und war jetzt meine Schuld. Aber trotzdem keine schlechte Sache, wie ich finde, hier, wenn man hier nach Clash of Clans zurückkommt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das zu tun. Also falls ihr euch von meinem Video hier mal wieder so ein bisschen anregen lasst und lasst euch auch nicht, ja schade, ein zweites Mal halten die das leider doch nicht aus. Und lasst euch jetzt wieder so ein bisschen anstecken von der Clash of Clans Welt. Ich habe die Tage auch schon welche angesteckt, so ein bisschen im Stream, so nach dem Motto, Mensch, ich habe jetzt länger nicht gespielt, spiele jetzt aber wieder, ja, was ja nicht so schlecht ist. Und dann nehmen wir doch eine Clanburg mal mit. Wir haben ja wenigstens, wir haben ja so ein paar haben wir hier, ja. Und nehmen wir mal einen Fries mit. Machen wir das mal so, gehen wir mal rein hier, mal sehen. Der Zeutberg sucht noch einen Clan, glaube ich. Also ich habe hier einen Clan, ich bin bei den Funny Bunnies, das ist allerdings ein Clan, den haben wir damals gemacht, als wir auch mal den WM-Qualifier mitgespielt haben. Und aus der Zeit ist das eigentlich noch, Gottes Willen, sind das kleine Dörferchen. Ja. Ich glaube, das muss ich eben mal cutten. Ich hätte gern schon einen, der ein bisschen Dunkles hat. Aber scheinbar bin ich jetzt von der Liga halt gerade so extrem niedrig, dass ich so einen mal gerade gar nicht bekomme. Was ziemlich doof ist, finde ich. Ja, dann suche ich mir lieber einen Wolf hier, als dass ich das jetzt abbreche oder euch das mit aufnehme. Ja, ich finde echt keinen mit, der wenigstens auch nur einen Tropfen Dunkles hat, ne? Ach, bin ich echt so tief in der Liga? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder wir machen einfach nur die Sterne für die 100% Zerstörung. Das müssen wir sowieso öfter machen.
Das ist sehr, sehr ärgerlich. Jetzt habe ich euch eben diese tolle Ladder erklärt und jetzt finde ich hier stundenlang keinen Gegner. Das sind immer die, das sind dann immer die, die Aufnahmen, die mich eigentlich stören, wo ich dann, weil ich aufgrund meiner wenigen Zeit manchmal nicht unbedingt hier stundenlang auf die Suche gehen kann oder ich setze mich jetzt eine Stunde irgendwo anders hin und mache dann ein bisschen Clash weiter, dann ist es halt so, dann machen wir das halt so. Ja? Nachbauen können wir die sowieso nicht. Nachbauen können wir die sowieso nicht hier. Weil dort ja der Superdrache mit drin ist. Und dann ist das halt so, nehmen wir hier mal einen Heilzauber. Okay, ich habe einen Heilzauber dabei, Leute. Naja, okay, ist halt ein kleines Dorf. Aber egal, für die 100% machst du halt alles. Ja, schmutzige Angriffe hier auf kleinere Gegner. Die sind aber sowieso, denk ich mal, ist das so ein typisches Clash of Clans Dorf. Wenn der jetzt zurückkommt, ja, hat er sicherlich auch etwas mehr fertig. Also es lohnt sich in jedem Fall, hier so ein bisschen was zu tun, beziehungsweise immer mal wieder zurückzukommen. Welcome Back Wochen, so würde ich das mal nennen, oder Welcome Back Bonus. Das mit dem Anleitungshub ist ja, glaube ich, auch, das ist genauso neu für euch wie auch für mich. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich hatte das im Livestream schon gesehen, ja, aber ich habe das halt hier noch nicht gesehen gehabt, beziehungsweise ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da konnte ich das natürlich nicht weiter mitverfolgen. Das nehmen wir mal so mit. Und deswegen habe ich dort, ich habe meine Dinger da ja gar nicht. Ich hab die ja gar nicht verspielt. Mal sehen, ob wir gleich wieder einen Haaland kriegen. Wenn wir hier den nächsten gewinnen, das ist doch mal ein schönes Dorf. Ja, so, von sowas sprach ich gerade. Das ist doch mal ein schickes Dorf. Ja, der hat bestimmt auch schon ein Fegerchen hier irgendwo stehen. Außen hier nicht, da nicht. Da sind zwei Luftabwehren. Ich würde sagen, wir kommen den Luftabwehren auf jeden Fall entgegen. Einmal habe ich den Riesendrachen ja hier noch oder den Superdrachen. Und die anderen setzen wir mal hier. Schön im Fingerformat. Oh, ja, okay. Toto hat den Dings gefunden. Toto hat den Feger gefunden in jedem Fall. Okay. Eine Luftabwehr ist da noch. Die schießt jetzt auch schon auf meinen Großen. Okay, dann machen wir die gleich mal mundtot. Dann können die Ballons das da jetzt gleich erledigen. Die Luftfallen sind bei dem jetzt auch nicht so stark, aber genauso einen meinte ich halt, der jetzt auch ein bisschen Dunkles für uns hat. Okay, Elex hast du sowieso als Rathaus 8 irgendwann im Überschuss. Ja, da kannst du dann auch alle Mauern fertig haben, etc. Das kennt ihr aber selber, als ihr noch Rathaus Level 8 wart oder womöglich Rathaus 8 werdet oder halt neu anfangt mit einem Account, weil euer Main-Account euch nicht mehr so gut gefällt wegen den Kriegerinnen, die auf den Wurzeln reiten. Ja, und haben aber nochmal schöne 900 Bälle hier, nochmal schöne 900 Bälle reinbekommen. Auf eins wollte ich noch aufmerksam machen, wir haben bei uns im Discord einen Link, aber den habt ihr bestimmt auch schon irgendwo aufgeschnappt, auf Twitter oder so, weil der Haaland ja nun wieder mal Meister geworden ist. Ist er Meister geworden oder so? Ja, ich glaube, die sind Meister geworden, ne? Gab es natürlich, wenn er was gewinnt, gewinnen wir auch immer alle was. Also das sind jetzt nochmal 900 Fußbälle dazu. Und im Discord, oh, vierfach Bonus auch noch. Krass, ah ja, okay, das konnte ich jetzt nicht bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da war jetzt der Drache mit drin. Okay, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist irgendwie was Verkehrtes jetzt gerade hier. 1, 2, 3. Warte mal, 2, 2, 2. 2, 1, 2, 3. Ich kriege ja auch nur 3 mit. Wieso kann ich hier noch einen mehr bauen? 4. Hä? Okay. Oder ist das so gemeint? So ist das nämlich gemeint. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich kann ja keine 4 Zauber bauen hier oder 4 große Zauber, sondern nur 3 plus einen Gift. Aber dann haben wir hier in der Ladder ein bisschen was gespielt, haben ein paar Belohnungen bekommen. Hier Elixier kann ich nur noch verkaufen. Hier das Dunkle kann ich mir nehmen. Das auch. Also wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen bauen. Ist ein echt kleiner. Eine wirklich kleine. Kleine, aber feine Strecke hier. Aber ich hoffe, dass ich dann den normalen Silberpass wiederbekomme. Und dass das hier dann nicht weitergeht, als wenn ich hier der Superbeginner wäre. Denn ich habe hier ja schon mal gekämpft. Und dann schicken wir den letzten hier nochmal auf die Reise. Minenwerfer, Tesla, Minenwerfer. Machen wir den kleinen Minenwerfer hier.
Dann haben wir ein paar Stunden Ruhe vor dem Account. Und dann ist auch gut hier im Haarland. Was ist das hier mit dem Bauarbeiterschub? Eieiei. Bisschen nervt aber auch der Typ, ne? Folgendes ist passiert. Alter, das ist auch alles für mich gelevelt worden hier, ne? Der Bauarbeiter hat Pläne. Sieh dir die Liste an. Okay. Ah ja, okay. Ich habe natürlich hier alle Bauarbeiter beschleunigen. Das machen wir erstmal nicht, weil es ist sowieso ziemlich beschleunigt. Okay, da oben ging dann der Pfeil hin. Wenn ich jetzt noch irgendwo klicke, kommt dieses Gesicht nochmal? Kommt dieses Gesicht nochmal? Ich hoffe nicht. So, da haben wir uns den freigeschaltet. Ja, das Olli-Event hier müssen wir auch noch spielen. Wie lange geht das eigentlich? Das geht insgesamt, ging das jetzt auch ganz schön lange. Weiß allerdings gar nicht, wie lange das wirklich geht. Fußballkönig, Clash mit Haaland. Haalands Herausforderungen gehen auch noch 11 Tage, alles klar. Das geht noch 11 Tage, also alle Zeit der Welt. Wenn euch das hier ganz gut gefallen hat, also auch nur die Information, dann geht auf eure kleinen Accounts drauf, schaltet es wieder frei, guckt euch den Anleitungshub an und erquicket euch an tollen, tollen Items hier in Clash of Clans. Oder ihr könnt es auch viel einfacher machen. Lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht.